Ich glaube, einmal reicht, ja. Habe ich ihn falsch gemacht? Irgendwas? Hätte ich vielleicht nur eindrücken sollen und dann? Ich komme noch immer nicht durch. Okay, also da hat sich nichts getan. Das reagiert nur, wenn ich von links komme. Wow, das ist ja okay. Ich blick nicht, was ich tun soll. Das muss ich gerade machen. Wo? Ja. Irgendwie sowas wie eine Aufgabe oder so wäre nicht schlecht. Wenn ich halbwegs wüsste, was ich tun soll. Ja, was soll ich machen? Sind jetzt vielleicht die Türen offen oder so? Mal sehen, vielleicht? Tatsache, okay. Ich fühle mich gerade an Taunt erinnert. Taunt. Wie auch immer man es ausspricht. Ich hoffe, das war der letzte. Kein Bock mehr. Ich fühle mich gerade volle Kanne an Taunt erinnert. Taut? Taunt? Wie war das nochmal? Ich glaube, es hieß Taut. Okay. Wunderbar. Warte kurz. Haben wir gerade verguckt oder war die Tür da offen? Nein, die waren nicht offen. Sieht nur alles angelehnt aus. Egal. Aber ich fühle mich da gerade voll an Taut erinnert. Ich glaube, sie ist Taut. War ein ziemlich gutes Horror-Game. Ich finde sogar eines mitunter der besten, die für den RPG-Maker gemacht wurden. Wer hat denn das nochmal? Let's Play. Ich glaube, das war... Naja, es ist ein RPG-Maker, also höchstwahrscheinlich war es QMG. Wird auch Zeit. Es war jedenfalls ein verdammt gutes Spiel, sollt ihr auch mal spielen. Sind das Schildkröten oder irgendwas anderes? Sowas weckt alte Erinnerungen in mir. Ja, was ist das denn? Okay, was auch immer es ist, es erweckt jedenfalls Erinnerungen. Die geht an Wasserkröte. Jetzt weiß ich wenigstens, wieso ich nie im Abwässerkanal gewesen ist. Okay. Okay. Du bist sehr aussagekräftig. Und hast echt Probleme für jemanden deiner Sorte. Und dieses Skelett steht. What the fuck? Warum steht das Skelett da rum? Für mich stehen der Skelette normalerweise ein Zeichen des Weltuntergangs. Und nennen sich Zombies meistens. Ich stehe in der Wand, ich stehe auf der Wand, ich laufe in der Decke herum, la 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 la. Dieses Spiel ist beliebt, weil... Ich hab's vergessen. Ach, der Grund kann jedenfalls nicht besonders... Jetzt hat's reagiert. What the fuck? Was ist los mit dem Spiel? Das ist aber der einzige Weg, den ich nehmen kann. Ich muss hier irgendwo weitergehen. Ich bin gut durch. Okay, das ist jetzt natürlich, suboptimal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sieht nicht so aus, als könnte ich jetzt groß irgendwo weiter, also, Backtracking. Mal gucken, ob's klappt. Irgendwo wird sich schon was finden. Also die Teleporter sind richtig schlecht gesetzt. Richtig, richtig, richtig schlecht. Ganz ehrlich. Ja. Nö. Eindeutig. Nö. Nö, okay. Ja, einmal reicht. Ja, Hab ich irgendwas verpasst? Hat sich was geändert? Kann ich jetzt vielleicht da hoch? Nö.
Nö, weiß noch immer nicht. Ja, ja. Ja, ist hier was offen? Nö. Okay. Ich würde sagen, ich bin minimal verloren. Geht's nicht weiter? Ja, das tut nirgendwo. Ich glaube, einmal reicht. Ja. Hab ich irgendwas vielleicht nicht angesprochen? Sowas weckt alte Erinnerungen in mir. Bla bla. Ja. Ja, das tut schon. Das ist auch schön, wenn es das tut. Nur, wo soll ich lang? Es ist das erste Dungeon und ich habe mich bereits verlaufen, wie es aussieht. Also, das kann noch heiter werden. Bis wolkig. Ich habe schon wieder einen Spruch von MG geklaut. Yay. Also, irgendwas passt hier nicht. Ja. Schön, dass du das nicht brauchst, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Hallo? Komm, ich kann nur hier lang. Irgendwas muss hier noch sein. Also irgendwie macht das wenig Sinn. Ist hier vielleicht eine versteckte Tür, weil das ist so verdammt nah. Nö, hier ist keine versteckte Tür. Wenn man sich aber mal das Ganze so anguckt, müsste da eindeutig eine sein. Diese war da. Guckt euch das an, das ist so nah. Da müsste eindeutig eine versteckte Tür sein, aber naja. Man hinterfragt ja so Videospiele nicht, hä? Okay. Ich muss irgendwas übersehen haben, ich weiß nur noch nicht was. Naja, immerhin kann ich weiterhin sagen, es ist ganz hübsch, wie es gemappt ist. Aber ich bin gerade echt verwundert, was ich tun soll. Oh, guck mal. Glas. Oh nein, kann ich doch nicht drüber laufen. Schade. Na gut, man darf halt nicht überall drüber laufen. Ach los, ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Ja, ich auch nicht. Seit etwa einer halben Stunde oder so. Haha, haha, haha. Nee, ernsthaft, wo soll ich lang? Ich weiß es nicht. I'm already lost. Vielleicht sollte ich mir jemanden dazu holen, der das Spiel bereits kennt oder so. Es muss doch irgendwo was geben, was ich tun kann. Ist vielleicht irgendwas drin in den Dings da? Nein, es ist nicht. Vielleicht kann ich sie hier aufstellen und anzünden. Nein, auch nicht. Nein. Okay. Ich nehme schon fast eine Stunde auf, aber noch nichts erreicht. Das ist super. Es ist schon fast Ninpa, so toll ist das. Ist übrigens ein No-Go. Nach oben rein und nach unten raus. Ja, ist alles verriegelt. Okay, jetzt, wenn ich mal was an den Schalter mache. Nein. Einmal reicht, eindeutig, okay. Nö, da ist auch nichts. Auch nichts. Nö. Wow. Ich glaube, das hätte man auch ohne Teleporter machen können. Aber naja, was soll's. Ist halt so. Passiert. Passt alles. Naja. Okay, was mache ich dann jetzt? Keine Ahnung, was angeht. Und ich bin gerade total motiviert mit dem Gena zwischendrin. Oh Gott! Wie haben die denn gemappt? Ah. Das tut ja weh im Kopf.
Naja, okay. Ich glaube, einmal reicht. Ja, ich eigentlich auch, aber... Was soll ich machen? Insofern ich jetzt nicht cheaten muss, weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber etwas muss gehen. Okay, ich cutte hier, würde ich sagen. Ich finde nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hä? Ging doch gerade noch nicht auf, oder? What the fuck? Das Spiel muss mich verarschen. Ich bin gerade unendlich herumgelaufen, um dann festzustellen, dass sowieso alles schon fertig ist. What the fuck? Ah, diese Teleporter! Ja. Muss ich jetzt etwa schon wieder durch? Verflucht, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, der mir das eingebrockt hat. Wow, was war denn das für ein Geräusch? Diese Teleporter sind ja eine einzigste Katastrophe. Oh. Echt mal. What the fuck? Let's cool bleiben, Domi. Ist das alles okay? Solange du immer geradeaus läufst, passt alles. Aber wehe, du machst meine Abbiegung. Wehe, du... Oh, hey. Das war die Spinne aus Dings. Geht das doch mal? Das war die Spinne aus... Wie heißt es? Ein sehr geiles RPG für Nintendo. Lufia. Aus Lufia. Das war die Spinne aus Lufia. Das ist cool. Okay. Das brauche ich jetzt nicht. Bla, bla. Braucht der wahrscheinlich auch nicht. Toll. Okay, nochmal speichern. La 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 la. La 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 la. Wer auch immer hier wohnt, ich gehe jetzt total auf den Sack. Wo kann ich noch drüber latschen? Da hinten scheint noch was zu sein. Okay, genug herumgealbert. Also, was jetzt? Hier steht ein Name. Jamon, Ruhe im Tode wie, den Rest kann ich nicht lesen. Ein Druckmechanismus. Höchst interessant. Hier steht ein Grab auf einem anderen Grab. Wow. Hä? Nein, es schwebt. Aha, es hat sich nach hinten verschoben. Ich mache nur kurzzeitig ein Grab auf einen anderen Grab. Okay. Wunderbar, ja. Tag. Ich spüre eine starke Präsenz. Jemand ist hier im Raum. Wow. Soll das immer heißen, wir... Ich sollte mich hier umsehen, auch wenn ich hier niemanden sehe. Es ist jemand hier. Das sind die Kristalle. Was sind die bösen Kristalle von Final Fantasy 1? Hi. Eine alte Statue. Sieht mir nach einer alten Göttin aus. Könnte die Mutter aller Götter sein. Oder auch eine... Oder auch Kyrie. Oder aber auch Kyria. Die erste Tochter Rezas. Wer ist Rezas und wer ist Kyria? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag es, wenn ich irgendwo reingeworfen werde einfach. Aber irgendwie ist es komisch, weil hier am Anfang versucht wurde, alles zu erklären. Mit diesem Buch. Aber jetzt ist dann doch irgendwie gar nichts. Ich finde es ja ganz cool, wenn man so einen Charakter spielt, der zum Beispiel jetzt nach ein paar Jahren aufwacht und er hatte ein Koma und er hat eine Amnesie oder sowas und du weißt überhaupt nicht, was los ist und du reibst jetzt alles mit der Zeit zusammen. Aber es macht keinen Sinn, alles so zu haben, dass man sich selbst zusammenreiben muss, wenn am Anfang versucht wird, alles zu erklären. Das ist sinnfrei. Das macht keinen wirklichen Sinn, also ganz ehrlich, nee. Irgendwas passt da nicht, ganz ehrlich.